Hallo und herzlich willkommen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Jesse, mit einer sehr, sehr guten Nachricht. Der Flash Mage wird es auch in den neuesten Diablo 3 Patch schaffen. Es wurde ein bisschen was geändert und beides oder beziehungsweise alle Änderungen spielen den Mage, wie man so schön sagt, in die Hände. Er wird stärker gemacht und ist somit auch für die Greater Rifts tauglich und man kann eben auch noch optimal und super schnell Torment 10, Atem des Todes und so weiter farmen. Vielleicht mal kurz zusammengefasst, was wird sich ändern? Es gibt einen Set-Buff, es gibt Update der Gems, wer es verfolgt hat, 50% aller legendären Edelsteine werden überarbeitet und der Build wird G-Rift tauglich gemacht. Sprich also mit einer Modifikation und Änderung der Items kann man das Ganze auch super in den Greater Rift spielen. Hier vorweg jetzt gleich noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Unterhalb des Videos ist ein schriftlicher Guide verlinkt mit einer Bissliste, sprich hier gibt es eine Auflistung aller benötigten Items und auch mit einer Skillliste, also welche Skills ihr weit und weit reinnehmt, was die Alternativen sind und so weiter. Also nach dem Video schaut da mal kurz rein, damit ihr hier informiert seid. Jetzt beginnen wir aber ganz am Anfang und zwar beginnen wir mal mit dem schnellen Speedfarmen von Torment 10 in Kombination mit dem Atem des Todes. Wie ihr gesehen habt, nutzen wir das Set der Weißen. Das Set der Weißen, wenn ihr da zwei Teile anhabt, droppt jedes Elite-Pack zusätzlich Atem des Todes. Bedeutet also, wir ziehen das an. Ihr habt ja gesehen, mit unserem vollen Talrasha-Set laufen rein und sobald wir hier das erste Elite-Pack erledigt haben, werden wir immer pro Elite-Pack mit einem zusätzlichen Atem des Todes belohnt. Auf T10 bedeutet das einfach nur, ihr bekommt pro Elite-Pack zwei Atem des Todes oder drei. Je nachdem, sollte das Elite-Pack nur einem Atem droppen, gibt es einen zusätzlichen. Sollte es zwei droppen, gibt es wieder einen zusätzlichen. Somit könnt ihr hier natürlich in kürzester Zeit enorm viel Atem des Todes farmen und das Ganze hier mit dem Flash-Build, also hier üblicherweise, wie ihr schon sehen könnt, mit Teleporter ohne Cooldown und natürlich einen enormen Damage. Voraussetzung dafür ist natürlich weiterhin, dass es Elite-Packs gibt und wenn ihr ein Elite-Pack trefft, könnt ihr direkt loslegen. Ihr habt auch gesehen, wir haben gerade einen Schrein aktiviert. Der Schrein spawnt in ein Elite-Pack. Ihr wisst ja, wie es läuft. Das sind die Nemesis-Armschienen am Berg, aber auf die Armschienen speziell gehe ich gleich nochmal ein, beziehungsweise auf das Gear speziell gehe ich gleich nochmal ein. Zusammenfassend, der T10-Build, da gibt es jetzt nicht so viel Neues. Wir haben den Goldgem sowie den Goldgürtel komplett ersetzt, wird nicht mehr benötigt. Ihr habt auch so mehr als genügend Zähigkeit und ansonsten, ihr wisst ja, einfach die Elite-Packs platt machen und farmen, farmen, farmen. Und hier möchte ich gerne einhaken und dann mal über die Items und Skills reden, welche ihr verwendet. Ihr kennt ja vielleicht schon im Flash-Build, aber machen wir es mal von Grund auf. Also wir nutzen natürlich einen Ingeom in Paiden-Specs sowie die Armschützer und natürlich einen Ring des königlichen Bunkers, damit wir den Set-Bonus vervollständigen. Also jetzt speziell mal für T10, wie schon gesagt, würde ich euch empfehlen, eben mit den Set zu spielen, mit dem Atem des Todes Farm Set. Das könnt ihr einfach anlegen, es in eurer Skillung sehr, sehr gut ergänzen und habt damit natürlich eine wesentlich höhere Ausbeute für Atem des Todes Farmen, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Jetzt machen wir mal einen kleinen Step. Denn wir können das Ganze auch für Greater Rifts umbauen. Das ist nämlich jetzt neu, beziehungsweise es ist jetzt relativ einfach möglich hier mit ein paar Item Changes, nenne ich sie mal, können wir das jetzt hier einfach umbauen. Zusätzlich nehmen wir aber auch die Talrasha, die Halskette raus. Wir nehmen auch Fokus und Zurückhaltung raus, denn ich habe es ein bisschen getestet und overall gesehen, fährt man mit dieser Combo in den Greater Rifts besser, also mit der Combo von Windrose sowie Schwur des Abenteurers. Ihr wisst ja, wenn wir stehen, machen wir 100% mehr Schaden, wenn wir uns bewegen, machen wir oder erleiden wir 50% weniger und da Zähigkeit ja ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist, besonders in Greater Rift müssen wir hier was machen. Deswegen nutzen wir Windrose sowie Schwur des Abenteurers und auch den Halo Ring, damit wir, wenn wir hier die Frostrüstung abhaben, auch nochmal weniger Nahkampfschaden erleiden und wir nehmen auch den esoterischen Wandel. Beim esoterischen Wandel möchte ich nochmal separat darauf hinweisen, er wird gerade ein bisschen rauf und runter gepatcht, ob es er dann wirklich in den finalen Build schafft oder nicht. Kommt der wichtige Hinweis, schaut mir nochmal in den Link unten in die Beschreibung. Ansonsten gibt es vielleicht eine Alternativlösung, also einen besseren Edelstein, welchen ihr hier anlegen könnt. Ansonsten haben wir weiterhin ein volles Talrasha-Set und aber auch ein Zweierbonus vom
Meteors, also vom Feuervogelset, damit wir praktisch einmal gratis sterben können. Werde ich euch später erklären, warum denn das Ganze, wieso denn das Ganze. Werdet ihr auch gleich im Greater Rift sehen. Besonders zum Start, also bevor es losgeht, ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Und der nächste sehr wichtige Aspekt ist, wir tauschen die Speedarm-Schienen, wie ich sie gerne nenne, die Speedarm-Schienen tauschen wir gegen den Meteor-Stiefel. Denn ihr wisst ja, es wurde das Tal'Rasha-Set gebufft. Meteor macht ja jetzt wesentlich mehr Damage und dann speziell gegen einzelne Gegner oder im Greater Rift am Ende gegen den Rift-Boss braucht ihr natürlich noch Damage. Da kann es schon passieren, dass euer Ingium und so weiter ausläuft und da nutzen wir jetzt einfach die Meteor-Stiefel, damit dann der Proc von Tal'Rasha den Rift Guardian erledigt. So, soweit, so gut. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal, wie schon gesagt, wie sieht es denn mit den Skills aus, mit den Fertigkeiten. Wir nutzen weiter primär Stromschlag mit der Rune Blitzstoß, um eben auch unseren Blitzmeteor zu treffen. Danach Eisrüstung mit Kristallisieren, einfach aus dem Grund, wenn wir auf den Ring wechseln, brauchen wir hier natürlich die Eisrüstung. Solltet ihr nicht mit dem Ring spielen, also für das normale TCM-Farmen, könnt ihr auch weiterhin mit der Sturmrüstung Vorlieb nehmen. Aber ich habe es einfach mal generell bei der Eisrüstung gelassen. Da muss ich nämlich nicht zu viele Talente mit switchen. Teleportation mit Katastrophe, altbekannt. Explosion mit Kettenreaktion, auch ganz wichtig, damit wir eben, damit wir damit Schaden machen. Das ist ja mitunter eine unserer Hauptschadensquellen. Frostnova mit gefrorener Nebel und Diamanthaut mit Prisma. Einfach aus dem Grund, damit wir unsere Arkankosten ein bisschen reduzieren und hier besser spammen können. Von den passiven Sachen hat sich nicht viel getan. Wir nutzen weiterhin Illusionist, Hervorrufung, Verwegenheit und natürlich den Elementen ausgesetzt. Also alternativ könnt ihr vielleicht hier den ein oder anderen Skill up ändern, zum Beispiel eben bei der Rüstung und gegebenenfalls vielleicht noch Diamanthaut gegen die magische Waffe tauschen. Hier vielleicht eben mit der Krone mächtige Waffe, um nochmal 20% mehr Schaden zu machen. Habe ich auch probiert. Ich habe es mit Verbindung in Kombination probiert. Das Problem, was ihr hier habt, irgendwann geht euch einfach die Arcan-Power aus und das stört den Gesamtflow der Skillung. Deswegen glaubt mir, probiert es mal so. Es wird sich auszahlen. Es lässt sich so rund spielen und damit kommt ihr auch garantiert ganz gut durch die Rifts und auch durch die Solo Rifts. Bei den Items müssen wir jetzt vielleicht noch mal kurz ein bisschen einhaken. Hier habe ich unter anderem die Kugel der unergründlichen Tiefe drinnen. Das ist etwas, was ihr auf jeden Fall mitnehmen müsst und zwar aufgrund des passiven Effekts. Erhöht euren Schaden jedes Mal um 4% und reduziert den durch den Gegner erlittenen Schaden um 15%. Wenn ihr einen Gegner mit Explosion trefft, ist bis zu 4-mal stapelbar und das werdet ihr auch dann sehen, wenn ihr nämlich durch die Gegner läuft, dadurch, dass ihr ja immer Explosion spammt, habt ihr in der Regel hier immer den Vierer-Stack von der Offhand ab. Das bedeutet einfach auf gut Deutsch, ihr habt über 100 Millionen Zähigkeit mehr aufgrund der Offhand. Solltet ihr deswegen auch auf jeden Fall mitnehmen. Des Weiteren, was ich auch sehr, sehr gerne empfehle, sind die Armschienen der Nemesis. Wir sind Ingiom abhängig, also Ingiom ist die Waffe, welche den Cooldown reduziert. Die sollte nach Möglichkeit eine maximale Uptime haben, sprich also sie sollte so oft es geht und immer wieder aktiviert werden. Und deswegen ist es auch sehr von Vorteil, wenn ihr die Armschienen in Nemesis nützt. Denn wenn ihr dann einen Schrein findet, das ist im Greater Rift, so wie auch im normalen Rift, wenn ihr einen Schrein findet, den Schrein anklickt, kommt ein Elite-Pack raus, das könnt ihr gleich platt machen und habt somit gleich eure Ingiom wieder aktiviert und könnt dann direkt weiter diven bzw. eure Explosionen direkt weiter spammen. Ansonsten noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp, beziehungsweise wichtiger Tipp, etwas, was das Hauptproblem meiner Meinung nach, das Problem dieser Skillung, dieses Builds ist. Problem kann man so nicht sagen, ihr benötigt den Zauberstab von Wu. Der ein oder andere, der es vielleicht in den letzten Patches schon probiert hat, den Zauberstab zu kriegen, das ist nicht einfach. Es ist ein Item, das sehr selten droppt und die schnellste Möglichkeit, dieses Item zu bekommen, ist es über Kanais Würfel herzustellen, sprich ihr craftet gelbe Zauberstäbe, werft alles mit den benötigten Mats in Kanais Würfel und hofft einfach darauf, dass der Zauberstab von Wu rauskommt. Wie sollte er rauskommen? Natürlich im Idealfall uralt gerollt, ist mir selbst nicht gelungen. Der Schaden von Explosion sollte auch bei 100% sein oder nahezu 100%. Hier habe ich genau 100, ist somit optimal. Und dann eben rollt er 10% Damage rauf. Ich habe 9%, ist auch gut. Also ihr braucht einen hohen Waffendamage.
Explosion bei 100%. Und dann, was ich noch euch sehr ans Herz lege und empfehlen würde, ist, dass ihr Intelligenz sowie Vitalität mitnimmt. Ja, jetzt nehmt nicht statt Vitalität, keine Ahnung, Cooldown-Reduktion oder 7% Attack-Speed oder so. Nehmt die Vitalität mit. Ihr werdet es im normalen Rift sowie auch im Greater Rift brauchen. Das sind einfach zu viele Vitalitätspunkte, die ihr hier verschenkt. Denn wenn wir hier mal raufschauen, ich habe hier mal basismäßig 1 Million Leben, also ein bisschen über 1 Million Leben, 48 Millionen Zähigkeit und 1,6 Millionen Paper DPS, mal so aus basischen Werten, ohne dass jetzt noch irgendwie was geprockt oder sonst ist. Und wenn man dann in dem Spiel ist, wenn man im Flow ist, das werde ich euch gleich zeigen, da habt, kommt ihr dann bei der Zähigkeit schon in einen höherstelligen Bereich. Also ich glaube, es waren so 150 plus Millionen Zähigkeit und damit kann man auch durch die Greater Rifts sehr gut spielen. Wie angekündigt, starten wir jetzt aber mal direkt in den Greater Rift. Ich glaube, was haben wir hier, einen 55er aufgemacht oder einen 50er? Wir laufen mal vorne und was natürlich das Problem der Skillung ist, am Start ist es ein bisschen schwer, bis das erste Elite-Back fällt, damit sich hier eure Puffs bzw. euer Ingiom aktiviert. Das bedeutet, ihr läuft mal durch bis zum ersten Elite-Pack. Wir werden auch hier gleich von den Mobs gerippt. Ideal ist überhaupt kein Problem, denn deswegen haben wir ja den 2er Feuervogel-Set-Boni an, damit wir hier das überleben, damit wir hier das erste Elite-Pack töten. Ihr wisst ja, wir haben auch die Meteor-Stiefel im Cube. Das bedeutet, die Meteore, die hier einschlagen, die machen schon richtig gut Schaden und jetzt fällt das erste Elite-Pack und jetzt kann uns auch nichts mehr aufhalten, sondern jetzt können wir unsere Explosionen passern. Wir haben auch die Nemesis-Armschienen an. Ich habe es vorhin schon geschrieben. Es müssen ein paar Skills und ein paar Skills. Es muss ein Skill angepasst werden und ein paar Items. Aber dann nochmal der sehr wichtige Hinweis separat. Das gibt es unterhalb des Videos. Da habe ich euch das schön aufgelistet, was ihr hier anpassen müsst, wenn ihr in die Greater Rift switchen sollt. Und dann kann euch hier, wie ihr hier sehen könnt, mehr oder weniger nichts mehr aufhalten. Die Elite-Packs, sie kommen. Die Elite-Packs, sie fallen. Wieder mehr oder weniger genau wie in Turmen 10 auch, aber das Ganze auf einen Rift. Ich habe das selbst mal bis Stufe 60 gespielt. Bei 60 wird es dann schon etwas knackig. Da hat man dann mit einer Zähigkeit das Problem, beziehungsweise dann wird eben die Zähigkeit selbst zum Problem. Aber bis dahin sollte es mal zügig vorangehen, egal ob Turmen 10 oder egal ob in den Greater Rifts. Damit bin ich sehr froh, dass es dieser Build auch in den neuesten Patch geschafft hat, denn er macht richtig Laune zum Spielen. Er ist super schnell, super effektiv. Und auch hier beim Rift Guardian, ich habe gezielt kein Ingiom ab und durch die Meteore wird hier mehr oder weniger auch der Rift Guardian in kurzer Zeit eliminiert. Und somit wären wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in den Kommentaren. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und ansonsten könnt ihr das Ganze auch live verfolgen auf twitch.tv/jessywalks und bis dahin wünsche ich euch viel Glück, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.